Der erste Zug, der nach zweijähriger Bauzeit auf der Ostseite des Hauptbahnhofs Halle einfährt. Donnerstag, 30.11., 4.22 Uhr. Ein Meilenstein ist geschafft. 8 Tage lang war zuvor der gesamte Knoten gesperrt. Im Rahmen dieser Sperrung werden letzte Arbeiten an den Bahnsteigen erledigt. Es gibt letzte Arbeiten an der Oberleitungsanlage, an der Beleuchtungsanlage. Es werden letzte Kabel verlegt. Es werden entsprechend die Aufzugsschächte, alles nochmal, Kabelschächte, alles nochmal geprüft. Also so, dass wir dann sagen können, mit dem 30.11. übergeben wir eine sichere Verkehrsstation. Anschließend prüfen, freigeben. Insgesamt sind 58 Kilometer Gleise und 157 Weichen zugeschaltet worden. Wie gewohnt Schienenersatzverkehr während der Sperrung. Die Fahrgäste sind umfassend informiert worden. Also das Konzept mit dem Megafon und diese enge Kontrolle und diese engen Abstimmung mit der mit den EVUs, mit der Konzernsicherheit etc. bewährt sich immer wieder. Also ich habe bisher keine kritischen Stimmen gehört. Ich meine, wir werden es im Nachgang auswerten, dann werden wir vielleicht wieder ein bisschen lernen können, aber erstmal Daumen hoch. Für die Fahrgäste sind in den 2 Jahren Bauzeit der komplette Personentunnel, die Bahnsteige, die Zugänge und die Gleisanlagen neu errichtet worden. Ein Tag vor der Inbetriebnahme, die symbolische Eröffnung der neuen Anlagen. Die Hallenser haben Gelegenheit, schon mal vorbeizuschnuppern. Wunderbar, ich bin ja nicht bloß jetzt hierher gekommen, wo es fertig ist. Ich bin ja auch da drüben auf den Bahnsteig, ja, da vorne hier auf den Eisenbahn gegangen, hier gucken, wie weit die Bauarbeiten immer vorangegangen sind. Und nun sehe ich das, wie es komplett ist. Und da freut mich das sehr. Ich sag's mal so, und die Jungs, die haben ganze Arbeit geleistet. Also wenn es eine Benotung geben würde, dann würde es das hier eine 1 sehr gut sein. Ein bisschen verfolgt die Arbeiten hier? Ja, als Eisenbahnfan muss man das und als Hallenser. Ja. Wenn wir einen schönen neuen Bahnhof kriegen. Mhm. Und wenn wir dann in 2 Stunden bis nach Nürnberg fahren können, na, das lohnt sich doch. Ja. Ja. Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember fahren die ICE-Züge auf der Neu- und Ausbaustrecke VDE 8 in knapp 4 Stunden zwischen Berlin und München über Halle. Halt auf der Ostseite des Bahnhofs. Sofort beginnen die Arbeiten auf der Westseite. In den nächsten 2 Jahren entsteht auch hier alles neu, wie im östlichen Teil. Dort sind alle Arbeiten während der Sperrung pünktlich abgeschlossen worden. Es gab 2, 3, 4, 5 kleine Vorgänge, die wir kurzfristig lösen mussten. Und im Großen und Ganzen ist das so abgelaufen, wie wir das geplant hatten. Wir sind alle zufrieden mit dem. Der erste Zug kann auf jeden Fall kommen. So passiert es dann auch. Der erste Zug in der Früh. Inzwischen läuft der planmäßige Verkehr auf den östlichen Gleisen des Hauptbahnhofs Halle.